Haben Sie es gesehen? Dieses UFO-Video wurde jetzt erstmals der Öffentlichkeit gezeigt und ist eine echte Sensation. Zu sehen ist eine silbrige Kugel, die über einem Ort im Nahen Osten schwebt. Die Aufnahmen von 2022 wurden von einer Aufklärungsdrohne gemacht. Bei dem Flugobjekt ist kein Antrieb erkennbar. Es wirkt rätselhaft, wie sich die Kugel in der Luft halten kann. Ein Ballon ist ausgeschlossen. Es fehlt weiterhin eine Erklärung. Der Chef der neuen US-amerikanischen UFO-Behörde, AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, Sean M. Kirkpatrick, bot bei einer mit Hochspannung erwarteten Anhörung vor einem Senatskomitee neue Einsichten und Daten über mysteriöse Flugobjekte. Bei der Senatsanhörung gab es auch neue Zahlen über das Ausmaß des UFO-Phänomens. Mehr als 600 Fälle würden derzeit untersucht. Kirkpatrick lieferte Beispiele, wie dieses Video, das jedoch mehr Fragen aufwirft, als dass es diese beantwortet. This is essentially all of the data we have associated with.